Natives Kokosöl. Was sind die besonderen Eigenschaften von Kokosöl? Am wertvollsten ist kaltgepresstes natives Kokosöl, das aus frischen Kokosnüssen, nicht aus getrockneter Copra, bei niedrigen Temperaturen gepresst wird. Es ist bekannt für seinen charakteristischen Kokosnussgeruch, der für heißgepresste Kokosöle nicht mehr charakteristisch ist. Es ist das einzige Speisefett, das nicht ranzig wird. Es oxidiert bei 200 Grad Celsius, sodass beim Kochen keine Transfette entstehen, die größten Feinde des Herzens und der Blutgefäße sind. Das Fett mit dem höchsten Laurinsäuregehalt. Vor allem dank dieses Laurinsäuregehalts hat Kokosöl hervorragende antivirale, antibakterielle und antimykotische Eigenschaften. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge bietet es einen hervorragenden Schutz gegen Viren wie Grippe, Hepatitis C, HIV und sogar SARS. Eine tägliche Spülung mit Kokosnussöl ist äußerst wirksam bei der Vorbeugung von Infektionen im Mund- und Rachenraum. Aber die Einnahme von 1 bis 2 Esslöffeln Kokosnussöl pro Tag sorgt für die Gesundheit der Blutgefäße, stimuliert das Immunsystem und die Schilddrüsenfunktion. Er fördert die Verdauung, indem er den Stoffwechsel ankurbelt und ist daher ideal für Diäten. Außerdem verwandelt es sich nicht in ein Fettpolster, sondern wird zur Energiegewinnung in den Muskeln genutzt. Es reduziert das Verlangen nach Süßem, verbessert die Insulinausschüttung und die Glukoseverwertung. Es verlangsamt den Anstieg des Blutzuckerspiegels und reduziert den Heißhunger. Fördert die Aufnahme verschiedener Nährstoffe, einschließlich Vitaminen, Mineralien und Aminosäuren. Zu Ihrem täglichen Ganoderma-Kaffee hinzugefügt, macht es dieses köstliche Getränk noch sanfter.